Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und wie ich in meiner letzten News angekündigt habe, spielen wir jetzt Fez. Also drücken wir mal Enter zum Starten. So, Speicherplatz wählen. Ich habe damals für das News-Video kurz mal Fez angefangen, um einen kleinen Gameplay-Ausschnitt zu zeigen und den Speicherstand gelöscht. Jetzt haben wir hier Platz 1, 0,0% und 0 Minuten Spielzeit. Den wählen wir doch mal und machen neues Spiel. Und ja, wir werden in die Welt von Fez katapultiert. Und da sind wir auch schon. Wir wachen auf in unserem Bett. Können rumhüpfen, auf das Regal klettern, weiter rumhüpfen. Auf den Trommeln rumhüpfen und durch die Tür gehen. Ja, und da sind wir in unserem Heimatdorf. Da oben ist ein alter Mann mit einem Krückstock, der eine Nachricht in den Briefkasten geworfen hat. Und durch dieses super tolle Röhrensystem, boing, 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 landet hier die Nachricht. Gehe zum Briefkasten. Drücke Control, um das Ding zu nehmen. Lieber Gomez, ja, wir heißen Gomez. Bitte triff mich auf dem Dach des Dorfes. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Gießer. Space drücken zum Fortfahren. Drücke Space zum Springen. Mit den Tasten kann ich mich umsehen. Und hier kann ich mit Dorfbewohnern sprechen oder Schilder lesen. Gomez Haus. Ja, da hoch komme ich nicht, aber ich kann hier mit den Kindern reden. Gomez, Gomez, hi Gomez. Ja, die sind, ja, das hatten wir schon, ich will mit ihr reden. Dränge dich nicht so in den Vordergrund. Ich könnte den ganzen Tag so herumlaufen. Das werde ich jetzt auch. Ja, süßes Mädchen. Und ja, erstmal müssen wir hier hochkrabbeln. Und da haben wir den nächsten zu reden. Was ist deine Lieblingsform? Ich mag Quadrate am liebsten. Aber Würfel mag ich gar nicht. Denn so etwas gibt es überhaupt nicht. Ja, denkst du. Und hier haben wir eine Tür, in die wir reingehen können. Mal gucken, was wir da drin haben. Oh, sieht ganz schön dekadent hier drin aus. Ist das der Bürgermeister? Das ist auf jeden Fall... Das sind auf jeden Fall die beiden Kinder und der Typ mit der Brille von draußen. Und da ist noch ein Opa. Ein Sessel, in dem wir uns reinsetzen können. Ein Kamin, in dem nichts ist. Und weiter gehen wir nach oben. So. Für diese Tür brauchen wir einen Schlüssel. Ich liebe dieses Dorf. Ja, ich wohne schon mein ganzes Leben hier. Wahrscheinlich wie wir alle. Wir alle sind dazu verdammt, in diesem zweidimensionalen Dorf zu leben. Oder so. Und da ist ja der Opa. Mit dem können wir auch reden. Realität liegt im Auge des Betrachters. Wahrnehmung ist subjektiv. Ja, wie auch immer. Hier ist noch ein Haus. Gucken wir mal da rein. Okay. Das sieht auch cool aus hier. Und wie man sieht, wird ständig gespeichert. So. Gehen wir hier raus. Und man sieht schon, es wird dunkel und man sieht Tetris-Steine im Hintergrund in Sternformation. Und da oben ist ein Vogel. Ja. Dann geht es hier die Ranken weiter hoch, an dem wir können wir auch seitlich entlang klettern. Oh, das wird der Bürgermeister sein. Aber erst einmal will ich in dieses Haus hier. Gucken wir mal, was wir hier drin finden. Oh, eine Schule. Und ja, guckt mal, da haben wir ein Quadrat. Das ist die Lieblingsform von dem einen. Und du bist die Lehrerin? Es gibt gar keine Teufelsquadrate. Was auch das immer sein soll. Nur normale Quadrate. Okay. Ja, nimm lieber deine Medizin weiter. Komische Leute hier.
So, nächste Tür. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Nein, aber zum Spülen haben wir keine Zeit. Nee, wir spielen lieber. Du siehst heute mal wieder schön flach aus. Toller Bürgermeister. Oh, das war knapp. Wir können nämlich in diesem Spiel auf zwei Arten sterben. Durch Fallschaden. Na okay, eigentlich auf drei Arten, aber die dritte Art verrate ich euch jetzt erst einmal nicht. Durch Fallschaden und durchs Fliegen ins Unendliche. So, und da ist auch schon Gießer. Ah, da bist du ja. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das Abenteuer wartet. Zeit für Kommis. Hä? Gleich ist es soweit. Warte nur ab. Na bitte. Ui, da erscheint was am Himmel. Es ist ein Würfel. Dabei gibt es Würfel doch gar nicht. Und er dreht sich wie wild, er tanzt. Oh. Ja, super toller Würfel. Der redet, als ob er auf Drogen wäre, wie es mir scheint, weil ich kann kein einziges Wort lesen. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ja, ich verstehe kein Wort. Auch von dem Gebrabbel nicht. Beam ich hoch, Scotty? Und ja, das Dreidimensionale beginnt und wir werden mit Matrix-Zeug zugehagelt. Ja. Ja. Ja, ist schon gut. Und jetzt ist auch noch Gott uns wohlgesonnen, deswegen schenkt er uns den Fes. Ja, das ist der Fes, der das dem Spiel den Namen gibt. Und er landet sauber auf unserem Kopf und macht Disco-Licht. Toller Anfang, als ob man auf Drogen wäre. A und D, um die Perspektive zu ändern. Ja. Und der Würfel war nicht gerade so begeistert darüber, dass wir ihn nicht verstehen konnten. Deswegen ist er jetzt vor Neid geplatzt. Also vor Scham. Was zur Hölle? Juhu, mein Rechner ist abgestürzt. Wir müssen rebooten. Moin. Ja, jetzt sind wir wieder im Intro. Trapdoor. Face, Enter drücken. Ja, sogar mit dem Face stimmt was nicht. Oh Gott, wir sind in die Matrix eingedrungen. Und wir sind wieder in Gommis Haus. Ganz am Anfang. Aber etwas ist anders. Wir haben den Face. Und wir können damit die Welt drehen. Jetzt können wir Gommis Zimmer aus allen vier Blickwinkeln ansehen. Können sogar von der Seite aus hinter die Trommeln gehen. Uns hinter den Trommeln verstecken. Juhu. Da oben sind Spinnenweben. Die sieht man so gar nicht mal. Das ist eine gute Ausrede, nicht putzen zu müssen. Ich sehe nicht alles, deswegen kann ich nicht alles putzen. Und jo. Da kommt unser Sidekick angeflogen. Hallöchen. Gommis. Etwas ist schief gelaufen. Ich brauche deine Hilfe. Ich soll dir den Weg zeigen. Du hast eine nervige Stimme, weißt du das? Das ist wahrscheinlich Navi 2.0. Wer Legend of Zelda Ocarina of Time kennt. Ich bin dort. Du siehst eher aus wie ein Würfel als wie ein Punkt.
Das Hexahedron wurde zerschlagen. Ach so, nennt sich der tolle Würfel also. Zerschlagen und überall in der Welt verteilt. Du musst es wieder zusammensetzen. Und wenn ich keine Lust habe, sonst wird alles in sich zusammenbrechen. Okay, das ist ein guter Grund. Du hast ein Geschenk erhalten. Dir wurde ein großes Geheimnis offenbart. Es gibt eine Welt jenseits deines Dorfes. Und noch weitere Dimensionen als die, die du kennst. Diese Tür führt zur Außenwelt, aber sie ist noch versiegelt. Der Markierung nach zu urteilen, musst du erst einen Würfel finden, damit sie sich öffnet. Es gibt viele solcher Türen überall in der Welt. Für jede benötigst du mehr Würfel als bei der letzten. Ähnlich den Sternen, die man aus Mario 64 kennt. Um diese Reise zu Ende zu bringen, musst du all 32 Würfel finden. Aber zuerst musst du diesen Ort verlassen. Und ja, in diesem Dorf befinden sich 8 Würfelscherben. Wie diese hier zum Beispiel. Zusammen ergeben sie einen vollständigen Würfel, mit dem du die Tür entriegeln kannst. Finde sie. Kleine Zusammenfassung, glänzende goldene Würfel, sehr wichtig, du musst sie alle finden. Ja, wir sind nicht blöd. Ansonsten fällt das Universum über dir zusammen. Ich will dich nicht unter Druck setzen und denk daran, mit A und D kannst du die Perspektive ändern. Mach dich auf den Weg. Jupp. Erstes Würfelteil. Wenn wir 8 Stück zusammen haben, wird ein großer Würfel draus. Haben die Kinder jetzt was Neues zu sagen? Ich habe ein Teufelsquadrat gesehen. Wo warst du? Hast du mir etwas mitgebracht? Nicht wirklich. Also gucken wir erstmal wieder in Gommes Haus rein. Ob sich nicht hier irgendwo jetzt auf einmal ein Quadrat versteckt? Nein, tut's nicht. Ja, und unser Sidekick zeigt uns immer an, was sich hinter den Türen befindet, übrigens. Oh, jetzt ist der Alte hier unten. Schöner Hut. Dankeschön. Und wir können in dieses hier reingucken. Und hier ist eine Truhe. Eine Schatztruhe. Um sie zu öffnen, stell dich vor sie und drücke linke Steuerung. Machen wir doch mal. Oh, das hier ist typisch Legend of Zelda-mäßig. Ja, das ist definitiv Legend of Zelda mäßig. Du hast einen Schlüssel gefunden. Mit Schlüsseln kannst du alle verschlossenen Türen öffnen, aber kannst sie nur einmal verwenden. Wie bei Legend of Zelda. Jupp. So, gehen wir hier wieder durch. Und können hier durch den Ausgang. Oh, nebenbei, da war ein seltsames Bild. Genau das da. Guckt euch die mal an, die haben alle einen Fes auf dem Kopf und haben viel größere Köpfe als ich. Und da ist eine Eule und 2 mit drittem Auge. Und da sehen wir leider nichts, deswegen gehen wir hier wieder raus. Jetzt können wir hier die Welt drehen und uns umsehen. Hier können wir runterklettern zu der Tür, die uns unser Sidekick dort gezeigt hat. Aber wir wollen erst einmal hier wieder hoch. Du bist zurück. Du warst ganz schön lange fort. Eigentlich war ich nicht so lange fort. Aber gut. Okay, wir werden schon darauf hingewiesen, wo das nächste Stück ist. Aber erstmal will ich hier hoch. Was hat er zu sagen? Das war ein Würfel. Aber das ist nicht möglich. Ja, das ist doch möglich. Okay, gucken wir uns hier mal um. Da ist ein Würfel. Sehr schön. Nächste Stücke kommen. Und ja, ich muss mich auch erstmal ein bisschen in dieses Spiel hier einspielen, weil ich habe wirklich nur nicht so weit gespielt. Wir sind schon längst über meiner Spielevorstellung drüber. Und hey, hier ist Gießer. Ja, das scheint sein Zimmer zu sein. Und hier hat er eine Kamera sogar. Mal sehen, was er uns noch zu sagen hat. Es ist so lange her. Du bist an der Reihe. Ich bin müde. Und da ist dieses Ding mit dem Auge. Ja. Moment mal. Das da müsste auf dem Bild da oben ist Gießer sein, als er noch jung war. Gießer. Und er trägt ja jetzt auch ein Fest, nur dass seiner ein bisschen ausgebleicht ist schon. So, aber jetzt wollen wir mal hier in diese Tür rein. Gucken, was sich dahinter befindet. Eine Schatzkarte.
Du hast eine Schatzkarte gefunden. Eine Karte wovon, wohin? Keine Ahnung. Finde es selbst heraus. Ja, und ich glaube, wir können zwei Sachen machen. Einmal... Ah, genau. Das ist unser magischer Horadrim-Würfel. Auf der Seite ist noch nichts. Hier sind die Würfelschermen. Wir haben noch 0. Und 0 Schlüssel. Und wir haben eine Schatzkarte. Die können wir uns... Nein. Können wir uns, glaube ich, angucken. Ja, genau. Ja, interessantes Symbol und eine Tür wird da, glaube ich, markiert damit. Artefakte haben wir noch gar keine und auch sonst nichts. Ist hier noch was? Außer interessante Tetris-Steine. Oh, jetzt bist du hier. Hm? Ach nee, du warst schon die ganze Zeit da, stimmt. So, dann gucken wir uns mal hier um. Nein, hier ist nichts. Aber da oben ist wieder eine Türe. Gehen wir mal hier rein. Und ja, selbst hier hat sich was verändert. Guckt mal da hinten. Wir haben auf der Tafel eine dritte Dimension hinzugefügt. Was soll sie zu sagen? Kann das sein? Eine neue Richtung? Boah. Oh. So funktioniert das bei denen also. Kein Darm, gar nichts. Kommt einfach unten alles wieder raus. Und die Evolution sieht sehr toll aus. Von einem Punkt zu einem Strich zu einem Quadrat. Da kriegt's beide. Ja. Sehr toll. Was hast du uns noch zu sagen? Es war wirklich schön. Aber mach das nie wieder. Was auch immer. Ah ja, noch ein Teil. Damit haben wir ja schon mal 4. Fehlen uns also nur noch 4. Und ich hoffe, wir bekommen irgendwann gesagt, wie wir die Karte öffnen können. Oh, da ist auch noch eine Tür, aber ich will erst einmal hier rüber. Truhe öffnen. Und noch ein Schlüssel. Juhu. Okay. Da ist noch ein Dreieck. Und da ist noch eine Tür, eine versteckte. Mal sehen, was haben wir hier drin. Noch ein Dreieck. Viereck. Warum sage ich Dreieck? Und die da sehen auch wieder ein bisschen komisch aus mit ihrer hohen Stirn. Und einer hat ein Face auf. Und der sieht aus wie ein König mit ihrem, mit seinem komischen Ding da. Ja. Hier hoch. Und hier hoch. Kommen wir ans nächste Stück ran. Gut, fehlt uns ja nur noch eins. Ich würde zu gerne gerade wissen, wie man die Map aufruft. Oder kann man die noch gar nicht aufrufen, weil soweit ich weiß, gibt es eine Map. Ah, hier ist noch eine Tür. In einen leeren Raum. Und wir haben unseren ersten Würfel vervollständigt. So, damit dürften wir... Du hast es geschafft. Jetzt kannst du die Tür öffnen. Dann los. So, hier runter. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man zu tief fällt. Kann ich das? Ja, ich kann aus dem Bild fallen. Also wir sterben so gesehen. Und wenn wir so tief fallen, dann macht's Platsch und wir sterben auch. So, deswegen klettern wir einfach mal vorsichtig hier runter. Ups. Das war nicht so gedacht. So. Und mit einem komischen Sound öffnet sich die Tür. Die Tür ist offen. Bist du bereit für dein Abenteuer? Ja, das sind wir. Aber ich würde sagen, bevor wir das Dorf verlassen, mache ich hier mal den ersten Cut. Bis dann.